Ich wünsche alle noch frohe Ostern und freue mich, euch und Sie ganz herzlich heute Abend am Osterfeuer an neuer Stelle begrüßen zu dürfen. Ich denke, da stehe ich auch mit der Meinung nicht alleine, dass es eigentlich ein optimaler Platz ist, in Zukunft unser Osterfeuer auszurichten. Ich möchte mich auch ganz besonders bei allen Beteiligten bedanken, die diesen Platz ermöglicht haben und auch dafür gesorgt haben, dass der Platz so eingeebnet worden ist. Hierzu haben auch unsere vier ansässigen Straßenbauunternehmen zu beigetragen. Einen ganz wesentlichen Beitrag, denke ich, hat auch der TSV geleistet, weil dieses Grundstück oder dieses Areal ist eigentlich für den TSV gewesen. Das ist eigentlich jetzt eine Win-Win-Aktion, dass der TSV in Zukunft hier Parkplätze hat und wir auf Dauer einen ordentlichen Platz haben für unser Osterfeuer. Danke möchte ich natürlich auch sagen, sie steht immer zur Stelle, unsere Kameraden der Feuerwehr, die wieder die Feuerwache übernehmen werden. Und das war es eigentlich von meiner Seite. Ich wünsche euch allen, uns allen, einen schönen Abend. Vielleicht noch einen allerletzten Satz zu unserem Vogel. Vielleicht ist das jetzt ein Zeichen. 2014 einmalig verbrennen und das soll es auch auf Dauer gewesen sein. Schönen Abend noch. Ihr dürft. Gütiger Gott, segne dieses Feuer, das nun entzündet wird. Lass dein Licht für uns leuchten. Das Licht der Freude und der Hoffnung, das Licht der Gemeinschaft. Und sei bei uns an diesem Abend durch Christus, unseren Herrn. Amen. Aber jetzt dürft er. Wenn wir nachher dann auf Sahnenabsacker zwischen wollen, können wir nicht mal gut bei